Leistungsfähige unterirdische Tunnelinfrastrukturen sind eine wichtige Voraussetzung für Mobilität und Lebensqualität. Innovative maschinelle Vortriebstechnik von Herrenknecht bahnt dafür den Weg. Wirtschaftlich, schnell und sicher. Gripper TBM von Herrenknecht haben sich bereits in zahlreichen Projekten bewährt. Sie sind für einen zügigen und effizienten Vortrieb im standfesten Hartgestein ausgelegt, beispielsweise in Granit, Gneis oder Basalt. Mittlere bis hohe Standzeiten des umliegenden Gebirges bieten für diese spezielle Maschinentechnik ideale Voraussetzungen für hohe Vortriebsleistungen. Der Bohrkopf sorgt mit seinen auf die Geologie ausgelegten Abbauwerkzeugen für einen profilgenauen Ausbruch. Direkt hinter dem Bohrkopf erfolgt die frühzeitige Felssicherung. Der Name Gripper TBM leitet sich von den seitlich ausfahrbaren Gripperplatten ab. Mit diesen Hydraulikzylindern verspannt sich die Maschine vor jedem Bohrhub seitlich fest an der zuvor ausgebrochenen Tunnelwand. Im Nachläuferbereich erfolgt, falls notwendig, die permanente Sicherung des ausgebrochenen Tunnelquerschnitts mit Ankern und Spritzbeton. Zusätzlich werden weitere Versorgungseinrichtungen installiert. Herrenknecht Gripper TBM sind projektspezifisch angepasst, mit Bohrdurchmessern von 2 bis über 12 Meter. Die vorgestellte Maschine hat einen Durchmesser von 8,5 Meter und ist bis zum Ende des Nachläufers 190 Meter lang. Mit einer Leistung von 4200 kW pressen die Vortriebszylinder den rotierenden Bohrkopf nach vorne. Er ist mit 58 Abbauwerkzeugen, den Schneidrollen, bestückt. Sie werden mit bis zu 32 Tonnen Druck pro Rolle gegen die Ortsbrust gepresst. Ihre Abrollbewegungen brechen einzelne Felsstücke, sogenannte Chips, aus dem anstehenden Gebirge. Am Bohrkopf installierte Wasserdüsen minimieren die Staubentwicklung und kühlen die Abbauwerkzeuge. Optional helfen integrierte Sensorsysteme bei der frühzeitigen Verschleißerkennung. Das erleichtert die Planung effizienter Wartungsintervalle für den Werkzeugwechsel. Herrenknecht bietet aus eigener Fertigung langlebige Schneidrollen sowie fachkundigen technischen Support für die Aufbereitung vor Ort. Ebenfalls direkt am Bohrkopf angebrachte Räume nehmen das Bohrklein auf. Durch die Bohrkopfrotation rutscht das Material über Kanäle zum Zentrum der Maschine. Dort fällt es durch den trichterförmigen Mackring auf das nach hinten laufende Maschinenförderband. Weitere Transportbänder oder Transportfahrzeuge befördern anschließend die Felschips aus dem Tunnel. Vor jedem Bohrhub verspannt sich die Maschine mit den Gripperplatten an der Tunnelwand. Die Anpresskräfte dafür liefern seitlich ausfahrbare Hydraulikzylinder. An der so fixierten Grippereinheit stützen sich die Vortriebszylinder ab und drücken den Bohrkopf nach vorne gegen die Ortsbrust. Die beweglichen Teilschilde ermöglichen eine flexible Reaktion auf Gebirgskonvergenzen. Sie sind ausfahrbar und stabilisieren die TBM im Bohrprozess, verhindern Vibrationen und reduzieren damit den Verschleiß. Ein First-Schild, oft mit nach hinten auslaufendem Lamellendach, schützt Mensch und Maschine vor niederbrechendem Gestein. Unten lagert die Tunnelbohrmaschine auf dem Sohlschuh. Er schiebt sich direkt über den Fels und dient als Drehpunkt für die Richtungssteuerung. Nach dem Abbohren eines Bohrhubs wird der Vortrieb unterbrochen, die Maschinenabstützung ausgefahren und die Verspanneinheit nach vorne in Richtung Ortsbrust umgesetzt. Die Gripper-Verspanneinheit liefert nicht nur die Kräfte für den Vorschub, sie dient auch zur Steuerung der TBM. Der Blick von oben zeigt den gleitend gelagerten Hauptträger im Zentrum der Maschine. Er wird über Hydraulikzylinder im Bereich der Gripper-Verspanneinheit sowohl vertikal als auch horizontal verschoben. Die einander gegenüberliegenden Zylinder interagieren mit unterschiedlich starkem Druck auf den Hauptträger und sorgen so für die Schwenkbewegungen. Drehpunkt der präzisen Steuerung ist der Sohlschuh am Boden des Bohrkopfs. Die aktuelle Position der Tunnelbohrmaschine wird permanent überwacht und laufend an die vorgegebene Trassenführung angepasst. Im Optimalfall bohrt die Gripper TBM durch absolut standfestes Gestein und hinterlässt dabei eine profilgenau ausgebrochene Tunnelröhre. Beim Vortrieb durch brüchigere geologische Formationen muss die Tunnelwand zusätzlich stabilisiert werden.
Dazu sind im vorderen Schildbereich, dem sogenannten L1-Bereich, effektive Maßnahmen zur frühzeitigen temporären Feldsicherung möglich. Ankerbohrgeräte erstellen unmittelbar hinter dem Firstschild radiale Bohrungen zum Setzen von Felsankern. Zudem können Bewehrungsmatten eingebracht werden. Sie werden direkt hinter dem Firstschild platziert und dienen als Kopfschutz vor Niederbrüchen. Eine weitere Sicherung stellt der Einsatz von Stahlbogensegmenten dar. Sie werden direkt unter dem Firstschild vorinstalliert. Der komplette Ring wird anschließend an die Einbaustelle gefahren, gegen das Gebirge verspannt und montiert. Je nach Geologie kommen starre oder nachgiebige Böden zum Einsatz. Ausschlaggebend für Art und Umfang der Gebirgssicherung ist die Felsqualität mit ihren geologischen und geotechnischen Gegebenheiten. Neben dem Bohrprozess ist die Gebirgssicherung der entscheidende Faktor für die Vortriebsgeschwindigkeit der TBM. Für die anschließende permanente Sicherung des ausgebrochenen Tunnelquerschnitts im L2-Bereich des Nachläufers können zusätzliche Anker gesetzt und die Tunnelwände mit Spritzbeton ausgekleidet werden. Ein Entwässerungssystem im Sohlbereich der Maschine pumpt das aus dem Gebirge austretende Wasser ab. Die Reinigung der Tunnelsohle ist notwendig, um direkt hinter der Tunnelbohrmaschine Schwellen, Sohltübinge oder Schienen einbauen zu können. Auf diesen fahren der Nachläufer der TBM und gegebenenfalls die Transportzüge. Je nach Projekt gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Hier ist exemplarisch eine Variante mit Radlader und Sohlaufzug dargestellt, der das Material auf das Nachläuferförderband entlädt. Zusätzliches Herrenknecht-Equipment hilft bei der Festlegung einer optimalen Vortriebsstrategie und Gebirgsvorbereitung. Im Hartgestein sind vor allem wasser- und luftgefüllte Hohlräume sowie abrupt wechselnde Schwächezonen im Fels potenzielle Gefahrenquellen. Mit Hilfe des Herrenknecht-Vorauserkundungssystems ISP können diese frühzeitig detektiert werden. Durch einen pneumatisch angeregten Hammerschlag auf die Tunnelwand wird eine Oberflächenwelle entlang der Tunnelwand geschickt. Diese wird an der Ortsbrust in eine Raumwelle umgewandelt. Beim Auftreffen auf ein Hindernis im Gebirge wird sie von diesem reflektiert. Aus der Art dieser Antwort kann zum Beispiel auf stärker zerlegten Fels geschlossen werden. Auch die Detektion von Wasser- oder luftgefüllten Hohlräumen ist möglich. Die Ergebnisse der ISP-Erkundung können durch Probebohrungen verifiziert werden. Herrenknecht bietet dazu Vorauserkundungsbohrgeräte an, deren Reichweite bei bis zu 100 Meter vor dem Bohrkopf liegt. Herrenknecht Gripper TBM können je nach Bodenbedingungen 1000 und mehr neue Tunnelmeter pro Monat erstellen. Der Abtransport des abgebauten Gesteins muss mit diesem Tempo Schritt halten. Eine Möglichkeit der Verbindung zwischen der Tunnelbohrmaschine und der Baustelle über Tage sind leistungsfähige Förderbandsysteme. Diese fertigt und installiert unsere Tochtergesellschaft H&E Logistik in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. So wird sichergestellt, dass die Förderbandanlagen exakt auf die Bedürfnisse der TBM und des Tunnelvortriebs abgestimmt sind. Eine weitere Alternative beim Materialabtransport sind schienengebundene, zugstarke Fahrzeuge der Beteiligungsgesellschaft MSD oder gleislose Multiservice-Fahrzeuge der Tochtergesellschaft Technimetall System. Beide ermöglichen zudem die Versorgung der Tunnelbohrmaschine mit den teils tonnenschweren Baumaterialien. Herrenknecht Gripper TBM sind echte Hartgesteinsspezialisten. In standfesten Gebirgsformationen erzielen sie bei niedrigen Betriebskosten sehr hohe Vortriebsleistungen. So können selbst extrem lange Vortriebsstrecken schnell und erfolgreich aufgefahren werden. Beispielsweise bewältigten 4 Herrenknecht Gripper TBM am Gotthard-Basistunnel insgesamt über 85 Kilometer Tunnelstrecke und das mit Tagesbestleistungen von bis zu 56 Metern. Pioniertechnik von Herrenknecht sorgt für sicheren Fortschritt beim Bau moderner unterirdischer Infrastrukturen, exakt da, wo sie benötigt werden.